Ja, mein Name ist Olaf Zawacki-Richter. Ich komme von der Universität Oldenburg, dort vom Institut für Pädagogik und habe dort die Professur für Wissenstransfer und Lernen mit neuen Technologien. Und ich möchte in meinem Statement eingehen auf Potenziale der Digitalisierung für Internationalisierung. Internationalisierung wird ja häufig als ein strategisches Ziel von Hochschulen gesehen. Und ich denke, dass Digitalisierung und auch Online-Studiengänge sehr wohl auf dieses strategische Ziel einzahlen können. Wir haben einmal für das Hochschulforum Digitalisierung, dort waren wir in der Themengruppe Internationalisierung, uns damit beschäftigt und feststellen müssen, dass deutsche Hochschulen in ihren Internationalisierungsstrategien eigentlich überhaupt nicht auf diese Potenziale der Digitalisierung eingehen. Also von über 120 Internationalisierungsstrategien, die wir uns angesehen haben, wird gar nicht darauf eingegangen, wie man sich zum Beispiel internationale Zielgruppen über Online-Studiengänge, transnationale Studiengänge erschließen könnte. Es wird allenfalls gesehen als ein Werbeinstrument, indem man mal einen MOOC anbietet zum Beispiel. Ich denke auch, wir können sehr wohl davon profitieren von anderen Ländern, die eine längere Erfahrung auch haben im Bereich Open and Distance Learning. Es ist zum Beispiel so, dass in Australien, die Zahl finde ich sehr beeindruckend, im Dienstleistungssektor Online-Studiengänge das zweitwichtigste Exportgut sind auf dem globalen Bildungsmarkt in Asien. Also mein Plädoyer ist, wenn jetzt wir alle anfangen, Digitalisierungsstrategien zu entwickeln, was man ja überall auch beobachten kann, ist es ja immer wichtig zu sehen, dass natürlich Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern man muss schauen, auf welche strategischen Ziele zahlt sozusagen Digitalisierung ein. Und wenn dort Internationalisierung eins dieser Ziele ist, dann sollte man die Möglichkeiten der Digitalisierung, das Angebot von räumlich und zeitlich flexiblen Studienangeboten auf jeden Fall berücksichtigen.